Teamwork makes the dream work. Ne? Zwei müssen laufen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Turniervlog der etwas anderen Art. Denn, ihr seht es, ich bin in meinem alten Kinderzimmer. Die Anreise nach München zur Pferd International ist eine sehr besondere, denn die Pferde sind ohne mich gefahren. Und ich fahre jetzt nach. Das Ganze, ja, hat sehr viel Organisation erfordert, aber es musste vielleicht auch mal so sein, dass es ohne mich funktioniert, dass ich ein bisschen beruhigter bin, falls wir die Situation nochmal haben. Naja, ihr werdet jetzt gleich eine kurze Erklärung bekommen und dann ein paar Eindrücke vom Tag. Viel Spaß erstmal beim Vlog. Das Ganze hat eben leider mit Terminen kollidiert, die sich nicht haben verschieben lassen. Und deswegen mussten wir jetzt erstmal nach Dresden fahren. Von Dresden bin ich gerade ins Vogtland gefahren und fahre jetzt gleich nach München weiter. Aber für euch beginnt der Tag jetzt trotzdem erstmal von vorne, von heute Morgen an. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas gefilmt werden konnte, dann von der Anreise in München vor Ort. Bin ich nicht im Bilde. Vielleicht seht ihr was. Seht es uns aber nach, falls es nicht so ist. Denn die drei waren das allererste Mal, also meine Mama auch das allererste Mal auf einem internationalen Springturnier. Toni das erste Mal auf so einem internationalen Turnier. Sina zum Glück nicht, die hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Aber dann alleine, ohne mich, mit drei Pferden, ist natürlich schon erstmal eine Hausnummer. Das heißt, ich weiß nicht, was danach alles gefilmt ist. Vielleicht sehen wir uns auch einfach nachher in München im Hotel wieder, wenn ich dann jetzt gleich losfahre. Aber für euch erstmal ein bisschen Alltag von heute Morgen. Jetzt wird gerade noch das letzte Zeug eingepackt. Schubkarre muss gleich noch rein. Der Schrank steht schon bereit. Alex fährt aber gerade noch Hänger, Quatsch, Halle. Und deswegen muss er den dann gleich einmal hochschieben. Hier ist alles vorbereitet. Das Futter, die Wassereimer sind im Hänger. Die Pferde sind auch schon soweit fertig. Der erste hat schon Gamaschen dran. Die anderen müssen noch trocknen. Nö. Du bist auch der motivierteste von allen. Yeah. Und wie hätte es anders sein können? Glaubst du, ich sehe dich nicht, wenn du dich nicht bewegst? Oh. Pass auf, Weißchen. Das muss jetzt klappen. Tschüss. Tschüss. Ah. Streuig. Das ist alles gut. Das ist ganz komisch. Ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen Spannarbeit vor mir. Und kümmern wir uns erstmal noch um die Pferde, bevor wir zu unserem Termin los müssen. Duschen muss ich dafür aber auch noch. Einmal kurz zum Genießen der Ausblick von meiner Familie vom Balkon. Es ist einfach nur wunderschön hier. Wir sind morgen, oh, das sieht gut aus, ja, auf dem Welcome Evening eingeladen und es wurde um Tracht gebeten. Zum Glück habe ich ein Dirndl. Zum Glück habe ich gestern rechtzeitig gepackt, um festzustellen, das Dirndl ist nicht bei mir zu Hause, sondern bei meiner Mama. Anscheinend hat die das nach dem Oktoberfest, wo wir das für Radacy gebraucht haben, in die Reinigung gebracht. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Jedenfalls ist es frisch gereinigt hier drin. Gott sei Dank musste ich meinen Onkel sowieso hier nach Hause fahren. Kann das jetzt einpacken. Und jetzt geht es wieder auf die Autobahn. Ganz schnell auch noch das kleine Geburtstagsgeschenk für meine Mama drapiert. Die hat nämlich übermorgen und wenn sie dann wieder nach Hause kommt von München, kann sie sich darüber freuen. So,
mein Turniermobil getankt, geputzt. Los geht's. Es geht noch nicht ganz auf die Autobahn. Mir ist eingefallen, ich brauche für das Dirndl noch eine Feinstrumpfhose. Wollte ich morgen in München besorgen. Bis mir einfiel, morgen ist Feiertag. Das wird nichts. Also ganz schnell, aber das lag jetzt sowieso auf dem Weg, noch im Kaufland halten, weil das ist das Einzige, was noch offen hat. Schnell durchflitzen. Witzigerweise muss ich jetzt noch ein Fahrradschloss kaufen für Annabelle. Es ist die Pflegerin von Felix Hassmann. Der schreibe ich gerade. Ich so, hast du ein Fahrradschloss? Ich so, nee, aber ich bin im Kaufland gerade. Soll ich dir jetzt mitbringen? Ja, das heißt, es wird wieder ein sehr witziger Einkauf, wie vorhin gerade, als wir noch schnell mit meinem Onkel Möhren, Äpfel, Energy Drink und Blaubeeren gekauft haben. Weil die waren im Angebot. Die kann ich jetzt aus der Fahrt essen. Ha! Wird ein lustiger Vlog, glaube ich. Hallo, ja, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Oh Gott, hallo. Guck's dir an, guck's dir an. Oh mein Gott, das ist bei mir. Ich steck's einfach unter meine Jackentasche. Komm wieder her. Komm wieder her. Das sind alles meine Sachen. Ich glaube, eins oder sowas noch. Ich bin einfach maximal begeistert. Wir haben das so gut für mich organisiert. Okay, da winken sie. Erstmal noch einen Schluck trinken, ja? Genau. Die bestimmt geil, wo macht denn die jetzt? Hi! Komm rein! Ich wollte sagen, es ist so gut organisiert gewesen. Ich habe eine extra WhatsApp-Gruppe gemacht für München jetzt hier und da haben sie einfach alles jetzt reingeschrieben, welchen Code ich für die Schranke brauche, wo ich hinfahren muss zum Parken, welches Zimmer wir haben und so weiter. Ja, ich habe jetzt hier meine 7 Sachen noch gepackt. Ich suche jetzt mal den Eingang, der bestimmt vorne ist, Haupteingang. Und dann, oh, seht ihr mich nicht mehr. Schön. Das Gute ist, wenn man so einen großen Schrank hat, findet man auch seine Boxen, wenn man nicht weiß, wo man steht. Und das wievielte Mal ist das Wasser schon umgeflogen? Bisher noch nicht, aber ich habe noch gerade angeschissen hier. Ja, du? Hey, gucke, das oh, hat voll es hat voll gehalten. Richtig gut. Die Frage ist nur jetzt, wie ich das da rauskriege. Das ist so meine größere Sorge. Mache ich das jetzt kaputt, wenn ich das da raushole? Die Frage ist, wie oft kann man sie dann verwenden? Ah doch, guck mal, das macht Sinn. Supi. Die gibt es ja auch so zum... Ja, sag mal, auf jetzt. Kassa. So zum Reindrehen. Aber dafür hatte ich jetzt keinen Schlüssel. Hätte ich auch gehabt. Bitteschön. Super. Wow. Ist schon schwer zu fressen, ne? Ich weiß. Wie Butter. Wow.
Super. Super. Der sieht aus wie so ein Junge aus den 90ern. Haben die sich nicht auch immer so Zöpfe geflochten? Aber ich weiß nicht. Nein. Der ist hier auch ganz klar. Der hat ja ganz viele Lasse Kannst du einfach weiter fressen? Dankeschön. Das kennt man. Ich glaube, die Schleife von Latina. Ein bisschen eingestaubt. Sag mal, du Eule! Teamwork makes the dream work, ne? Du musst dich entschuldigen, Antonia. Aber Viren kann er leider nicht, ne? So, und das ist jetzt hier der Weg. Das ist jetzt hier der Weg zur Anlage. Oh, ich meine, geht schlechter, ne? Ja, ich schätze mal, wenn das hier dann richtig zur Sache geht, werden die das schon absperren. Findest du nicht? Lol. Okay. Irgendwie finde ich das aber ganz cool, muss ich sagen. Ja, das war mit drei Pferden ein bisschen in Hektik war es ein bisschen. Aber so, Wetcheck und so hat alles gut geklappt, oder Toni? Ja, das lief. Der Wetcheck an sich lief gut. Ja, schön. Das war auch kaum mit Anstehen. Also wir sind eigentlich gleich hin und durch. Zack, einmal durchgetrabt, fertig. Traben alle gut, hat Momo gesagt. Ah, nur Pippi dachte sich so, was, traben? Aber ist dann doch noch losgetrabt. Die routinierteste. Thank you.
Mach mal. Gut. Das ist einfach riesig. Voll geil. Ja. Babam, babam macht der Kastor dann. Nee, babam. Bestenfalls im Dreitakt. Babam, babam. Bei mir ist das babam, babam. Castor hat mir ein sehr gutes Gefühl auf dem Platz vermittelt, als wir zu Sprung 1 gekommen sind. Richtig schön flüssig gleich mit Fliegdistanz in die 1-2-Linie hier rein. Direkt hingesetzt, weiter galoppiert, dass ich auf gar keinen Fall das Galoppieren vergesse, sondern gleich wieder Gang rein, dass ich dann flüssig hier wieder zum Dreier kam. Ganz toll hingeschaut, einen perfekten Sprung hingelegt, weiter hier zum Vierer Ochse, auch da, auch wenn er ein bisschen geguckt hat, hat er ganz kraftvoll abgedrückt, immer die Ohren vorne, hat sich aber trotzdem noch ziemlich vor allem hier so von dem Blauen ablenken lassen, habe ich gemerkt. Und dann war jetzt hier leider die Wendung, die uns das Ergebnis verhagelt hat. Da hat er mir dann einmal hier so kurz gestockt und wir hatten im Training einmal vor ein paar Monaten so eine Trainingssituation, wo wir da dann leider ein paar Probleme hatten, weshalb ich eben diesen, ja, durch den Baumbestand dort sehr, sehr weiten Weg geritten bin und einfach nochmal angeritten bin, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwie jetzt versuche, da schnell mit einer Rechtsparade das Ganze zu korrigieren, weil er dann wahrscheinlich da schlechter reagiert hätte. Und da kam ich dann mit Fluss weiter, hatte auch sofort wieder angepackt. Also das war einfach da so eine kleine Misskommunikation in der Wendung. Da ist er mir so über die Schulter weggelaufen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das ist einfach nur Trainingssache. Wichtig ist, dass der Rest des Parcours dann genauso flüssig und vertrauensvoll weiterging, wie er auch angefangen hat. Aber man hat natürlich gemerkt, vor allem auch draußen auf dem Abreiteplatz war er richtig, richtig heiß gewesen, aber so nervös heiß, dass er sich da von der Atmosphäre schon noch sehr beeindrucken lassen hat. Aber wir konnten den Parcours trotzdem mit einem guten Gefühl beenden. Das war sehr schade gewesen an der Stelle, aber überhaupt nicht schlimm, denn ihr werdet es ja schon bei Instagram mitbekommen haben. Am Sonntag war das Ganze ja dann nochmal deutlich, deutlich besser. Da hat dann die Kommunikation an jeder Stelle gestimmt. Und so eine Atmosphäre muss man sich ja auch erstmal kennenlernen zusammen. Und deswegen ist das auch überhaupt gar kein Drama. Wenn man sich jetzt hier die Sprünge in Slow-Mo anguckt, die er gezeigt hat, ist das alles super. Ja. Da ist er mir dann so über die linke Schulter, über den linken Flügel so rausgelaufen, weil er sich so zum Ausgang orientiert hat. Ich habe ihn halt nicht nach rechts konzentriert auf die Spur bekommen. Ärgerlich. Ein blöder Fehler, der nicht sein darf. Aber so, er war halt ganz schön beeindruckt. So, vom Platz war er ganz schön beeindruckt. Aber ist ja nicht schlimm. Das erste Mal so nicht. Genau. Aber das ist ja gut. Gas, das wollte ich funktionieren. Ja. Worauf freust du dich jetzt am meisten, Antonia? Erstmal ein Kakao trinken. Ein Kakao voll. Ein Kakao. Aber dann natürlich auch Tippi. Die ist da tatsächlich dran. Heute Nachmittag ist sie dran, ne? 13 Uhr. Mhm. Oh, du hast sie, Antonia. Du hast die Stelle.
Hallo, bist du hübsch gemacht? Hallo, Casto. Hallo, Casto. Momos Mama sucht verzweifelt vier blättrige Kleeblätter und findet keine. So geil. Dann kann das ja kein Glück bringen. Ja, dann kann das ja kein Glück bringen, aber wir sind ja nicht abergläubisch, nein. Und deine Mutter nach wie vor auf Kleeblattsuche. Ich könnte mich wegschmeißen. Püppi war so perfekt auf den Punkt abgeritten, richtig gut in positiver Körperspannung, super im Fluss, hat selbst die Sprünge gesucht, auch mit ihr immer wieder gleich den Gang reingefunden, immer wieder nach vorne auch reiten können, dass ich sie dann vorne parieren konnte und die positive Spannung eben zum Sprung halten konnte. Dreifache war sie so ein bisschen schüchtern, das sieht man aus der Perspektive gar nicht, da hat sie sich auch so links, rechts ein bisschen durchgeschlängelt, das war schade. Da hat sie sich vorher beim Schritt vorbeireiten aber schon an dem einen Blumenkasten so ein bisschen festgeguckt, das war eben da einfach der Auslöser, dass sie da so hin und her gesprungen ist und dann so ein bisschen unsicher da durchgaloppiert ist, aber auch danach haben wir uns davon nicht beeinflussen lassen, konnten einen sehr guten Fluss hier weiterreiten, auch jetzt hier auf den Uwex Oxer wieder schön aufmerksam gemacht, gleich wieder Galopp rein, dass ich auf gar keinen Fall so die positive Spannung verliere. Auch hier schnell gewendet auf die Doppelsteilkombination. 8AB, 9, jetzt hier den Oxer mit Graben drunter. Top Runde bis dahin. Und jetzt hier, seht ihr, guckt sie sich komplett an diesem goldenen Sprung fest. Und ihr seht, also irgendwas hat sie da gesehen. Sie guckt ja gar nicht so auf die Pferde vielleicht so an der Seite. Also ich kann es euch nicht erklären. Keiner kann es sich leider erklären. Sie hat sich da richtig festgeschaut. Ich habe kaum so ranreiten können. Habe das Ganze dann zwar noch einmal angeritten, aber auch da war schon von drei Galoppsprüngen vorher leider gar keinen Weg reinzufinden. Ich habe sie dann versucht, noch da im Schritt ganz entspannt ranzubekommen und rumzureiten. Das ging dann auch gut, aber da war wirklich irgendeine Sache, die sie da komplett gesehen hat und verängstigt hat. Aber gut, so ist das. Ist tatsächlich noch nie vorgekommen mit ihr, aber auch sowas gehört dazu. Momos Mama sucht immer noch Kleeblätter.
Hast du immer noch keins gefunden? Nee. Zwei Prüfungen müssen laufen. Oh! Zwei müssen laufen. Oh, guck mal. Machst du aber auch besonders gut. Ja. Ich habe jetzt Conny gemacht, die macht das sonst immer. Komm, ich muss noch mal ein bisschen weitermachen. Höher geht nicht mehr. Ich anstrengend. Wir machen jetzt schon mal für Abend alles fertig. Wird gerade neues Heu geholt. Wir streuen nochmal Späne nach. Es gibt nochmal eine Runde Beamer für alle. Guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht. Toll, toll, toll. Da können wir jetzt das Heu noch verteilen auf alle. Schön. So, meine liebe Anna, bist du bereit? Ich bin sowas schon bereit. Ja, du hast übrigens keinen Dirndl angezogen. Also sie hat keins, sie hätte Sicherheit leihen können. Mann, Mann, Mann. I'm sorry. Aber das sieht auch dirndl-ähnlich aus. Ja, ich glaube, ja. Es ist okay. Aber ich habe gerade hinten auch schon andere in Tracht gesehen. Das heißt, willst du mir jetzt hier schlechtes Gewissen machen? Nee, das heißt, dass ich nicht immer bestimmt links. Nee, rechts. Nee, hä? VIP rechts? Hä? Hier ist aber doch gar nichts. Okay, warte. Ich wollte damit lediglich nur sagen, okay, das klingt gruselig. Das ist ich nicht die Einzige. Guck mal, Alena hat auch einen Dirndl an. Nächster war so. Ich wollte lediglich sagen, dass ich dann nicht die Einzige im Dirndl bin. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also in Bayern, ja, aber die Einzige trotzdem, im Dirndl zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn man in Begleitung ohne Tracht kommt, fühlt man sich schon erstmal so, oh Gott, hoffentlich hat jemand anderes das auch an. Doch. Und die siehst aber schön guck mal, wie hübsch wir aussehen. Wir müssen dann gleich ein Foto machen. Wir müssen noch ein Foto machen, das stimmt. Aber erstmal geh mal rein. Sonst kommen wir zu spät. Ja, so sieht dann der Rest des Abends aus. Ja, das sind die Autofahrschuhe. Ich kann mit Pips auf gar keinen Fall Auto fahren. Ja, nee, das war jetzt eigentlich mehr auf das Burger King bezogen. Ach so, ja. Wir haben uns übelst auf das Essen gefreut, aber das war so eine ewig lange Schlange. So lange wollten wir jetzt nicht anstehen, weil ja morgen auch um 8 Prüfung ist. Ich glaube, das hätte den Abend sehr, sehr weit nach hinten verschoben. Naja.
Jetzt machen wir eben ein richtiges Dinner-Date hier. Mal gucken, was sie jetzt sagen. Hallo! Hallo! Hallo. Schlafen Sie schon? Da hat aber noch Licht gebrannt. Hallo! Guten Morgen, jetzt beruhige dich mal. Möchte jemand schon wieder das Kraftfutter haben? Kann das mal Heu fressen. Gestern Abend haben wir ja bei Castano schon die Zapfe reingemacht. Ich habe es leider, Castor, schon befürchtet. Sina flechtet jetzt neu. Es ist nichts mehr drin. Stopp, das ist gelogen. Es sind 3 Zöpfe noch drin. 3 sind noch drin. Ich mache mich jetzt in der Zeit schon mal auf den Weg und schaue den Parcours an. Und Cassano wird jetzt einfach schnellstmöglich fertig gemacht. Und dann kann der schon mal vorne warten und sich alles angucken. Als könnte es dir kein Wasser hinzufügen, ja? Cassano hat sich auf jeden Fall sehr auf und über den großen Platz gefreut, auch wenn das hier erstmal ganz locker, flockig, entspannt anfängt, hat er dann schon gut galoppieren wollen, deswegen musste ich da auch echt so ein bisschen parieren, weil er mir sonst ganz schön weggelaufen wäre, also schön nach vorne galoppieren, ist ja alles gut und schön, aber er darf mir das eben nicht vorwegnehmen und auch hier wieder so eine grandiose Entwicklung über diese 3 Prüfungen, die 3 Tage, die er hier gelaufen ist. Tatsächlich hat die Atmosphäre im Parcours ihm überhaupt nichts ausgemacht. Also er ist ja sowieso ein Pferd, das nicht links und rechts guckt. Er ist total konzentriert im Parcours auf die Sprünge. Er muss eben noch dieses Warten ganz konstant auch von Tag 1 an lernen. An Tag 3 war er dann viel, viel locker, leichter zu bedienen, dass ich eben schneller mit den Hilfen durchkam, als es jetzt hier so der Fall war. Aber auch da war ich am Sprung immer so fertig, dass ich eben am Sprung ihn auch die Zeit für den Sprungablauf geben konnte. Zwischendrin, jetzt hier musste ich einmal schön mitreiten. Da hat er, obwohl das echt eine schwierige Linie da so zwischen den Bäumen im Schatten oder im Halbschatten da war, überhaupt keine Probleme gehabt, hat sich richtig gut hinführen lassen. Und trotz, dass er erstmal so ein bisschen übermotiviert war und meine Hilfen nicht so leicht hat durchkommen lassen, wie es eigentlich der Fall ist, war er am Sprung wirklich klasse. Und da hat er sich so gut durchgekämpft und dann hier am letzten der ärgerliche Fehler. Deswegen so ärgerlich, weil es eigentlich eine Platzierung mit Nullrunde gewesen wäre. Aber gut, so ist das Leben eben. Und nichtsdestotrotz war ich erstmal sehr glücklich, dass er das eben so unbeeindruckt von der Kulisse abgerufen hat. Und dann haben wir einfach geschaut, was die nächsten Tage so für uns bringen. Und das ist ja noch sehr, sehr, sehr gut geworden. Ich mach das so.
Ich glaube, so wird er gerne geweckt nach dem Mittagsschlaf. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh. Bei keinem anderen Pferd, das sich so verrenkt und das so abfeiert. Wo willst du schon wieder hin? Kannst du mal bitte weg von den Steinen gehen? Danke. Es ist unmöglich, dieses Pferd. Aber es sieht wirklich nett aus hier, wenn man nicht wüsste, dass man in der Stadt ist. Castor. Mensch. Aber das scheint an dem Baum besonders gut zu schmecken. Die können ja hier auch nicht richtig mähen, ne? Dann müsst ihr das machen. Guten Morgen, guten Morgen von der Pippi, von Castano. Okay, Castro sehen wir jetzt nicht. Gab jetzt erstmal Heu. Sina holt einmal neue Späne, dann machen wir die Boxen alle wieder ordentlich. Und ich hole gleich noch frisches Wasser. Dann ist das alles erstmal erledigt. Dann geht's eine Runde raus. Na, frisches Bett? So sieht das doch schon ganz anders aus. Dauert übrigens 3 Minuten, dann hat er wieder sein Wasser umgeschmissen und das sieht wieder aus wie vorher. Okay. Ton braucht man nicht. Ohne. Ich finde das auch einfach. Aber das sieht aus, als würde es schweben, das siehst du ja, ja nicht. Ja, ich finde, das ist auch einfach eine schöne Situation gerade filmtechnisch. So, warte. Ah, ne, brauche ich ja noch nicht. Ich kann erstmal Anmoderation machen. Entschuldigung, warte. Ja, gut. Hallo, liebe, willkommen zu einem lustigen Video, glaube ich. Während ich jetzt Castor ein bisschen locker reite, wird Püppi schon mal eingeflochten. Und halt, stopp! Wie gut sie aussieht. Super. Das ist ein Einhorn. Ja, das lassen wir so. Jetzt haben wir schon das zweite Einhorn. Conny ist ja auch schon ein Einhorn. Mama, Conny hat auch so eine Frisur mit ihrem Pony. Was macht der jetzt? Ja? Dann wollen wir mal ein bisschen locker flockig schön Dressur reiten vorne. Jetzt sind gerade die Youngster-Prüfungen, die losgehen. Oh, was ist gruselig? Wie happy du aussiehst. Ja. So. Und jetzt kommt eine Tradition von ganz, ganz früher. Warte, ich muss mal die Box zu machen. Nicht so schnell. Nicht, dass die Püppi hier geht. Sina hat nämlich hier geflochten. Und bei uns war früher immer Tradition, weil meine Mama ganz, 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 ganz viele vierblättrige Kleeblätter immer findet, dass die immer in den Schweif geflochten werden. Und das machen wir jetzt. Wenn das also heute nichts wird, wenn nicht mal das Kleeblatt Glück bringt, dann weiß ich auch nicht. Oh, Pippi, das sieht nicht appetitlich aus der Perspektive. Halt! Schüchtern? Pippi, du musst dich gleich nochmal hinstellen.
Der Qualifikationsparcours für die Bema Riders Tour am Sonntag war auf jeden Fall ordentlich knackig gebaut und es gab sehr, sehr viele Fehler in dem Springen und auch viele Guckmomente, vor allem auf der Schlusslinie. Püppi war auch sichtlich beeindruckt von der ganzen Kulisse. Sie ist da ja leider kein sehr selbstbewusstes Pferd, sondern eher schüchtern, wenn dann vor allem so viele Zuschauer rundherum sind und wenn die Atmosphäre einfach so ist, dann springt sie eben nicht so locker, leicht, selbstbewusst, wie sie das eigentlich mit der Höhe könnte. Also die Höhe und so, das ist ja alles überhaupt gar kein Thema für sie. Aber dann hapert es eben so ein bisschen am Selbstbewusstsein. Dann muss ich auch echt richtig gut mitreiten immer. Hat immer eine ganz ausdrucksstarke Galoppade, aber eben mit ganz schönem Mut, den ich ihr da geben muss. Jetzt hier die Stange an der 6 war natürlich so ein bisschen überritten, der Ochse. Aber wenn ihr euch an den ersten Parcours erinnert, wo nämlich genau an der Stelle, auf eine andere Linie, aber genau an der Stelle, wo sie jetzt wieder hier so in den Bema-Ochser reingeguckt hat, dieser goldene Sprung stand, habe ich dann eben den goldenen Ochser lieber ein bisschen doller mitgeritten. Aber ihr habt gesehen, der Sprung an sich war gar nicht das Problem. Ich weiß nicht, was sie da hinten so im Gras gesehen hat, weil sie eben genau an dem Bema-Ochser wieder so einen Schlenk da gemacht hat. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, sie ist da erstmal mutig trotzdem bis zum Ende durchgesprungen. Und hier an der Mauer hat es auch einige Stopps gegeben. Dafür hätte sie da wirklich gut durchgezogen. Und ihr seht, ich freue mich auch wirklich, auch wenn da 4 Stangen gefallen sind, sind das keine Stangen gewesen, die ziemlich doof gewesen sind. Ich habe dann auch hier nochmal den Bema-Ochser gezeigt, was jetzt hier natürlich in dem Video nicht mehr drin ist, weil sie da eben so geguckt hat, was ich mir nicht erklären kann, weil sie hätte so richtig auf den Boden geschaut, wie am Tag vorher auch, als der Goldene dort stand. Also man weiß es manchmal nicht. Die Sprünge selbst hat sie teilweise richtig toll gesprungen und somit haben wir uns sogar noch qualifiziert für Sonntag. Ich war ganz schön beeindruckt von der Kulisse. Es sind ja auch extrem viele Leute da. Das ist ja immer so ihrs und war jetzt durch Corona ja auch nie gewesen. Darf man auch immer nicht vergessen. Und da ist sie halt nicht so ein Draufgängerli, der sagt, oh, ich präsentiere mich. Sondern ist da eher ganz schön schüchtern. Deswegen hatte ich zwar gut zu tun, aber sie hat halt richtig gut trotzdem gekämpft. Also, ne? Wenn ich da auch dran sitzen musste, die Fehler, die waren halt genau durch dieses Beeindruckte, dass sie halt nicht locker schön abgefußt ist. Das ist alles zwar nicht gut, aber auch nicht schlimm. Aber wichtig war, dass sie da jetzt so durchgezogen hat überall. Obwohl sie geguckt hat, gerade auf den Bema, was ich eigentlich gar nicht verstehe. Hast du gesehen? Ich bin ja dann nochmal bei dem Bema entlang geritten, als ich übelst geguckt. Keine Ahnung, vor allem das Gras angeguckt, hat eine andere Farbe gehabt. Aber wenigstens. Oh, das war aus Wasser, Püppi. Oh, was denkt ihr? Ihr könnt schön mit da hinkommen. Nee. Mein Käppi-Problem heute gelöst. Für Cassano in der Einsterne-Tour und einem 1,35er-Springen am Samstag stand da echt ein ganz schöner Parcours da.
aber davon hat er sich vor allem von der ganzen Kulisse mit den Zuschauern gar nicht beeindrucken lassen. Auch wenn da zwar mehr Stangen gefallen sind am Tag vorher, ist trotzdem mein Reitgefühl um einiges besser gewesen. Er hat mir besser zugehört, ich kam sehr viel schneller durch mit meinen Hilfen, aber wir fangen jetzt erstmal hier bei Sprung 1 an. Er hat sich gar nicht beeindrucken lassen, auch von den Leuten da an der langen Seite, hat sich ganz toll auf die Sprünge fokussiert. Ich konnte schön locker hier die Distanz zu Sprung 2 direkt weiterreiten. Linkswendung kam ich durch, konnte wieder loslassen zum Steilsprung, dass ich wieder fertig war. Hier war es, sieht man jetzt aus der Perspektive nicht, ziemlich dicht geworden. Da hatte ich ein bisschen zu ruhig, also hätte ich theoretisch einen Galoppsprung sparen müssen. Dann wäre mir hier aber zu doll geworden für diese Doppelsteil-Kombination, die mit den zwei Gräben sehr anspruchsvoll ist. Da ist er mir einfach zu weit reingesprungen, weil er eben den Graben so weit ausgesprungen ist nach hinten. Das ist eine Sache, das ist für die Klasse eigentlich auch schon sehr, sehr anspruchsvoll technisch. Aber nicht schlimm, er hatte jetzt kein Problem da gehabt, einfach so ein bisschen zu weit reingekommen und so schnell konnte er dann seine Beine nicht klein sortieren. Das war nicht dramatisch. Dann habe ich hier wieder Ruhe reinbekommen, vom Ausgang weg einen ganz, ganz tollen Sprung hier über den goldenen Ochser gezeigt, locker durch die Diagonale weiter. Und dann haben wir hier leider nochmal so gegens Licht, weil ich ihn da auch nicht ganz perfekt geschlossen bekommen habe, einen Fehler hier kassiert, weil man die Stangen auch wirklich schlecht gesehen hat. Das ist sehr ärgerlich gewesen, aber wie gesagt, trotz dass da diese 12 Fehlerpunkte zwar stehen, hatte ich ein viel besseres Reitgefühl als am Tag vorher, weil ich schneller mit den Hilfen durchkam, schneller fertig war. Und das war auf jeden Fall auch nochmal eine sehr gute Vorbereitung dann für den Sonntag, für den Finaltag, wo er ja dann nochmal richtig abgeliefert hat. Aber dazu kommen wir ja gleich. Schöner letzter Morgen in München. Es wird nur leider nicht so bleiben. Ich muss jetzt erstmal hier Fahrrad raus, alles hier wieder rein sortieren an Koffern, was wir jetzt schon da haben. Jetzt sind nicht alle aus dem Auto mitgenommen. Wir konnten aber zum Glück diesmal wieder direkt hier parken. Parksituation ist leider echt eine Katastrophe, aber heute früh hatten wir jetzt mit den Koffern zum Glück. Und die Parcours ab und Castor bringen sie dann gleich vor. Ich muss früh immer ein bisschen schnell gehen, deswegen ist mit Filmen nicht viel, weil jeder parallel was anderes macht. Komm Castor, komm. Ja, komm. Na komm. Den Ritt habt ihr eventuell auch schon bei Instagram gesehen, weil ich sehr, sehr stolz auf den Ritt bin, weil Castor und ich uns über diese 2 Tage, wir hatten ja nur 2 Starts, nochmal so viel besser kennengelernt haben und einen so perfekten Abschluss hier in München zusammen zeigen konnten. Und ich habe mich auch
ganz besonders über den Kommentar des Kommentators am Ende gefreut. Und ich kann ihn euch hier sogar auch drin lassen, wenn man im Hintergrund keine Musik hört. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf die Linie 3-4. Da bin ich so ein kleines bisschen zu doll zwar mitgeritten auf den 4er Ochser, aber weil die Bande so dicht dahinter war, habe ich gedacht, na, nicht, dass er vielleicht im letzten Moment irgendwie was sieht, reite ich lieber ein kleines bisschen mehr mit, was ich bei ihm einfach so spitzenmäßig finde, dass er sofort, wenn er den Sprung vor sich hat, immer Ohren vor und so diesen Fokus hat. Also wenn ihr darauf achtet, er hört mir zwischendrin immer zu, da ist immer viel Ohrenspiel, da ist er auch mal hier und da einfach noch so ein bisschen abgelenkt, so ein bisschen tagträumerisch so im Parcours unterwegs. Aber wenn er auf der Parcours, auf der Sprunglinie ist, Ohren vor, voller Fokus dahin, und genau das ist es eben, wenn ich ihn so fokussiert habe wie jetzt hier, und so fokussiert auf die Linie bringen kann, dann kann nichts passieren. Also dann kann vielleicht mal eine Stange fallen, wenn da was nicht ganz tausendprozentig ist. Aber ansonsten ist das einfach dann eben der Garant dafür, dass wir da auch eine gute Runde haben. Wie jetzt hier auch ganz kraftvoll nochmal den vorletzten gezeigt. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt's einmal kurz den O-Ton. Oh, das freut mich wirklich richtig doll. Michael Buchholz hat hier in den Tagen zuvor nicht die glücklichsten Ritte gehabt und schließt dieses Wochenende mit einer super schönen Nullrunde ab. Das freut mich ganz besonders, denn sie sitzt fein im Sattel und macht eigentlich nicht so viel verkehrt, aber manchmal hat man einfach Turniere, wo der Wurm schon vom ersten Tage an drin ist, und so war es bei ihr hier. Und jetzt diese Nullrunde, Chapeau, wirklich, da dann noch die Nerven zu behalten und am letzten Tag zu sagen, okay, ich reite nochmal alles ins Reine, und dass es dann so gelingt, das freut mich wirklich. Ja, ganz gut. Ganz gut. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du gerade? 11. Hat er gut gemacht. Alle sehr glücklich mit der Nacht. Richtig gut. Und dabei hast du nicht mal was gesehen, weil es so kalt war, dass du Fahrtwind in den Augen hattest. Wir hatten bestimmt Spitzenfotos. Sie hat eine neue Aufgabe, die Ente, und ich möchte einen großen Adler Gold. Ich habe es eingangs erwähnt, die höchste Auszeichnung, die wir vergeben, letztendlich Ehre, Respekt, Dank und Anerkennung zum Ausdruck bringen. Am Sonntag ist die Wertungsprüfung der BMW Riders Tour wortwörtlich ins Wasser gefallen. Vorher und nachher das ganze Wochenende grandioses Wetter. Und hier mit Beginn des Abgehens bis zur Siegerehrung, da hat wieder die Sonne geschienen, sturzflutartiger Regen teilweise, richtig was runtergekommen, Gewitter, Hagel, alles. Aber gut, wir haben uns davon alle nicht unterkriegen lassen. Es war alles sehr, sehr gut reitbar auf dem Boden drin. Und so imposant, wie die Püppi vielleicht so hier in ihrer Galoppade nach außen wirkt, so selbstbewusst war sie leider nicht. Aber das habe ich euch ja schon gesagt, dass sie mit solchen Kulissen echt zu tun hat und das immer nach außen sehr viel imposanter wirkt, als sie sich selbst fühlt bzw. auch anfühlt. Also ich muss da schon sehr viel helfen, und da sie
drüber leiten. Sie hat zwar immer so Ohren vorne und den Mut und sie springt ja auch immer ab, aber dann passieren eben dann solche Leichtsinnsfehler, die eigentlich vermeidbar wären, wenn die Umstände von außen eben für sie besser wären. Aber das ist einfach, ach, das ist sehr, sehr ärgerlich. Jetzt hier die Dreifache, da muss ich schon ordentlich mit hinreiten, dass ich gut ankomme. Und dann so auf die Zuschauer zu, hat sie da eben so wieder ganz unsicher durchgesprungen, einfach eben nicht solche sauberen Sprünge gezeigt, wie sie das eigentlich ja ganz piekfein kann. Dann war das hier einfach so ein Folgefehler, der war einfach, ja, ein bisschen blöd, hatte ich zu viel Hand dran gehabt, aber da sie mir einfach nicht selbstbewusst genug, vor allem jetzt hier auch für die Schlusslinie direkt an der Zuschauerseite war, habe ich dann die Hand gehoben und bin dann lieber da ganz entspannt lang galoppiert und habe dann damit den Ritt beendet, um Unschönes zu vermeiden. Gewittert das gerade in München, Momo? Bisschen? Ja, heute hat sich gehört, wir werden nicht mehr. Ja, dann kommen wir da hinten vorne eigentlich, wo genau. Weißt du eigentlich, das Wölkchen, wenn ich so mache, das Wölkchen aus meinem Mund kommt, wenn es so kalt ist? Ja, und ich würde mir eigentlich gerne mal eine kurze Jacke anziehen. Zum Abschluss des Wochenendes hat Cassano noch seinen Ein-Sterne-Grand Prix gehabt, also das Finale von seiner Tour, eine 1,40-Springprüfung mit direkt anschließendem Stechen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf den Umlauf, denn um ins Stechen zu kommen, müssen wir natürlich erstmal fehlerfrei bleiben. Und ich kann euch schon mal vorwegnehmen, wir sind eine der wenigen gewesen, die das auch geschafft haben. Es gab tatsächlich einige Fehler, aber ich habe es ja vorher schon mal so ein bisschen angekündigt. Cassano hat sich von Tag zu Tag so gut weiterentwickelt, auch wenn wir hier gerade so im Außengalopp zur Dreifachen kommen, war es mir dann lieber, ich habe ihn geschlossen bei mir, als wenn ich jetzt schnell noch irgendwie einen fliegenden Wechsel reiten möchte, auch wenn ich den vorher eben nicht so ganz konsequent durchgezogen habe, habe ich gedacht, okay, dann bleiben wir einfach im Außengalopp, nehmen den das gleichmäßige Tempo einfach mit. Und er hat so einen tollen Job gemacht, immer geschlossen bei mir, ganz schnelles Vorderbein am Sprung. Trotzdem hat er mir auch hier gut zugehört, dass er sich zurück hat nehmen lassen und hat sich viel besser von mir führen lassen, hat mir besser zugehört, ganz schnell am Sprung. Ich war wirklich mit der Runde sehr zufrieden, auch wenn ich immer mal ein bisschen korrigieren muss, weil er gerne weiter wollen würde. Ja, gut, die Distanz war übrigens gar nicht gut. Aus der Perspektive hat man es gar nicht so doll gesehen, aber die war so halb groß und so ein bisschen. Deswegen war er da so ein klein wenig am Rudern, am Vorderbein, aber hat sich nicht irritieren lassen. Auch hier konnte ich ganz lockere, geschlossene 6 Galoppsprünge zum letzten machen. Und da kam dann einmal Applaus, deswegen einmal kurz Gas rein. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann gab es einmal kurz Zeit zum Durchatmen, ich weiß nicht, vielleicht so 30 Sekunden schätzungsweise, wenn überhaupt so lang. Und dann wurde direkt wieder angeklingelt, eben für den Stechparcours. Also das ist eine andere Art der Prüfung, als wenn dann ganz am Ende alle das Stechen reiten. Und ich habe das Stechen, wie ihr hier seht, viel mehr als einen zweiten Umlauf angelegt, als da jetzt irgendwie komplett das Gas reinzuhauen. Habe ihn zwar schön hier locker weitergeritten zu dem Ochser und einfach so den Fluss drin behalten, aber nichtsdestotrotz viel weniger Gas, als man es jetzt in dem klassischen Stechen eigentlich reiten würde. Denn darum ging es ja erstmal gar nicht. Es ging darum, hier nochmal eine saubere, schöne Runde zu drehen. Und hier diese Schlusslinie hat er auch nochmal viel besser, schneller angenommen, die Wendung ganz locker hier nochmal durch die Zweifache. Und dann habe ich so ein mini bisschen zu viel Druck gemacht und so klein wenig zu früh aufgemacht, sodass wir dann leider so einen super, super ärgerlichen Fehler am letzten Sprung des Stechens hatten. Aber tatsächlich haben wir damit bis zum vorletzten Reiterpferdpaar geführt. Also bis dahin waren wir auf Platz 1 gewesen mit dem Ergebnis, weil es halt kein Nuller im Stechen gab. Und ich glaube sogar, ich war auch der einzige Vierer. Also es gab einige Stangen, die dann da gefallen sind.
Nichtsdestotrotz bin ich so stolz, denn da mit einer Silberschleife dann nach Hause zu gehen nach dem Wochenende war für Cassano einfach grandios. Hat mich richtig, richtig stolz gemacht. In der Bahn Checker als nächstes fährt mit Sophie Hinders für Deutschland. Kasimir, du kleine süße Maus, ich hab nichts für dich, aber komm, wir gehen schnell was holen, komm. Oh, meine. Ich würde ihm einfach jede Platzierung, die weiter vorne ist, gönnen. Weil der hat sich jetzt so verbessert. Auch so diese ganze Winterarbeit, die jetzt hier, hat er so viel dazugelernt. Und diese Kulisse interessiert sich halt nicht. Also die verweilen sich ja. Scheiße. Cassano ist auf Freiplatz hier, wenn du so. Cassano, ey. Schlechtestenfalls Top 3. Schlechtestenfalls Dritter. Naja klar, aber es kommen ja jetzt nur noch zwei. Aber Lukas. Halt! Cassano, nein. Ich habe Naschi, aber erst später für dich. Ist ein Chaot. Am Snackbar. Auf jeden Fall eine sicherere Runde. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stolz bist du? Nee, das hast du heute schön gefragt. Wirklich? Nach Kastor. Dann frage ich dich jetzt nochmal, auf einer Skala jetzt? Von 1 bis 10, wie stolz bist du? Vorhin war es eine 11, jetzt sind es eine 12. Weil ich jetzt auf beide Jungfrauen stolz bin. Richtig. Aber das Gute ist, also es ist natürlich super ärgerlich, dass es jetzt der zweite war. Aber... Warte. Selbst ohne die Stange wären es 3/10 gewesen. Egal, ob der letzte gefallen ist oder nicht, wir werden sowieso weitergehen. Cassano Superstar! Hallo anderer Superstar! Hallo anderer Superstar!
3 Minuten verladen, du. Wir brauchen alle.